Ja, hallo meine lieben Krypto-Freunde und herzlich willkommen hier zu euer Avon. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen und Einschalten. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Aber wie kann es denn anders sein? Wie von mir predicted, natürlich letzte Woche habe ich predicted, dass wir hier diese Woche auf jeden Fall die 50.000 von Bitcoin ja, erreichen werden. Aber gut, es war eigentlich nicht schwer, dies zu predicten. Ja, also der ganze Markt eigentlich brutal in grün, und was mich am meisten freut hier, Cardano auf jeden Fall, die 3 Dollar, die sind wirklich nicht mehr weit, nicht mehr weit. Das ist wirklich heftig. XRP, ja, ist ein bisschen, wie gesagt, noch immer angezogene Handbremse, aber hier werden wir auf jeden Fall noch richtig krasse Gains sehen. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Und ja, Solana auch bei 72 ein bisschen abverkauft worden. Ja, haben wir ja, glaube ich, die 80 erreicht gehabt oder fast erreicht gehabt. Ja, ihr seht auch brutal, was Solana hier geleistet hat. Also wir sind wirklich volle Pulle im Bullenmarkt drin. Und ja, meiner Meinung nach geht es auf jeden Fall so bis September, Anfang Oktober so weiter. Eventuell sogar noch, ja, komplett bis dieses Jahr. Aber natürlich nicht vergessen, es kann nicht nur steil bergauf gehen. Das geht einfach nicht. Es müssen gesunde Korrektionen her. Von daher seid gewarnt, und wenn ihr bereit seid, dann nehmt auf jeden Fall Gewinne mit. Aber keine Anlageberatung, nicht vergessen. So, okay. Dann, wie kurz schon erwähnt, XRP. Also, das ist jetzt mal wirklich eine krasse Prediction, was hier gemacht worden ist. Und das möchte ich euch ein bisschen erläutern. Und zwar sehen wir, ich sag mal, die Lebenswellen von XRP. Und hier begonnen mit der Welle 1 auf jeden Fall. Hier, wo halt XRP gelistet worden ist, 2013. Und dann hier halt die Welle 2, also 1 und 2, Entschuldigung. Und hier sind wir jetzt zwischen der Welle 2 und 3. Ja, und es wurde hier predicted, dass wir am Ende der dritten Welle vom Lebenszyklus von XRP ungefähr bei 100 Dollar sein werden. Also 2000, bis Ende 2021 werden wir pro XRP 100 Dollar erreichen. Und das sind einfach mal mehr wie 100.000%, was wir hier nach oben schallern werden. Das klingt wirklich brutal. Ist aber meiner Meinung nach auch wirklich sowas von drin, dass er das wirklich schaffen kann, also XRP hier. Also wir sind jetzt zwischen Welle 2 und 3, ja, und bis Ende des Jahres sind wir hier bei 100. So, was kommt nach Welle 3? Es wird hier predicted, dass nach der Welle 3 die Welle 4 ein 3 Jahre lang anhaltendes Bärenmarkt kommen wird und wir hier konsolidieren werden. Ja, hier, ja, schreibt er ja zwischen 5 und 10 Dollar. Ich schätze mal, wenn wir das wirklich schaffen würden, ja, wenn wir das wirklich schaffen, 100 Dollar pro XRP bis Ende des Jahres 2021, dann können wir natürlich Korrekturen sehen von bis zu 70 bis 80%. Das ist natürlich, ja, eigentlich gang und gäbe hier im Kryptomarkt. Dann sind wir halt bei zwischen 10 und 20 Dollar ungefähr. So, und was kommt nach Welle 4? Welle 5. Und zwar mit dem Bullrun fängt die Welle 5 an und endet die Welle 5 dann auch. Und dort sehen wir dann wirklich nochmal einen Anstieg von über 100.000%. Nochmal. Und das heißt dann, ein XRP ist dann 5.000 Dollar wert. 5.000 Dollar. Meine Freunde. Und zwar mit der regulatorischen Klarheit dann auf jeden Fall. Ja, denn dann werden die Banken herkommen, die Adoptionen fangen an mit der Klarheit auf jeden Fall. Ja, und dann werden die Banken herkommen und hier Money, 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 Money. Und wir können natürlich auch mit dem Gedanken hier spielen, dass eigentlich die SEC und die Klage hier keinen großen Einfluss auf den Preis nimmt, weil XRPs operatorische Volumen ja ungefähr 90% außerhalb der Amerika schon gemacht wird. Von daher ist eigentlich die SEC und die Klage nicht von Bedeutung. Natürlich, der Allgemeinheit hilft es natürlich und innerhalb Amerika
dass hier die regulatorischen Klarheiten auf jeden Fall hier sind. Das wird auf jeden Fall nochmal helfen. Und wenn die Adaptionen einfach mal beginnen, hier auch nochmal zu erwähnen, ISO 222, schaut es euch auch gerne an. Und dann wird hier natürlich Moneyflow einfach auf einem ganz komplett anderen Level sein. Ja, und deswegen können hier diese Gains und diese pro XRP predicteten Preise auf jeden Fall zustande kommen. Also, ich verlinke euch auf jeden Fall diesen Chart hier, ja, unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch gerne noch in die Telegram-Gruppe joinen und euch die anderen Links auf jeden Fall anschauen. Aber diese Wellen sind einfach mal krass, ja. Also, wie gesagt, wir sind zwischen Welle 2 und 3. Ich bin so krass gespannt, ob wir wirklich die $100 bis Dezember 2021 hier schaffen werden. Falls wir das wirklich schaffen, ja, dann seht ihr mich auf jeden Fall auf Hawaii oder in den Malediven. Mache ich dort von dort meine Krypto-Videos. Ja, also Scherz beiseite, wenn das wirklich so zustande kommen kann, dann heftig, 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 heftig. Schreibt so gerne in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Ich finde auf jeden Fall, dass das einen tiefgründigeren Hintergrund hat. Von daher glaube ich da fest dran, dass wir die Preise hier erreichen werden. Auf jeden Fall die 100, auf jeden Fall. Die 100 bis 2025, auf jeden Fall. Ja, und hier, ja, die 5000 bis 2026 ungefähr, Ende 2026. Schauen wir mal. Für meinetwegen kann auch hier die dreijährige langanhaltende Bärenmarkt kommen. Zwischen Welle 3 und 4. Das ist mir eigentlich völlig Pups, ja, wenn wir da zwischen 10 und $20 sind, auch bei 100 dann gewesen sind, ja, weil da nehme ich auf jeden Fall dann Gewinne mit. Das ist ganz logisch. Wie gesagt, ich verlinke euch den Link, schaut es euch gerne an und bildet eure eigene Meinung dazu. So, und hier nochmal natürlich die SEC darf hier nicht fehlen. So, hier Breaking. Der ehemalige SEC-Vorsitzende Jay Clayton tritt Fireblocks bei. Tja, was ist Fireblocks? Einem in Israel ansässigen 2 Milliarden Dollar Unternehmen, die Bitcoin und Ethereum verwalten. Also ich sag's euch ja immer wieder, dass also die ganze SEC einfach korrupt ist und wirklich nur das macht, was ihre eigenen Taschen einfach voll macht, ja. Und hier kann man es halt auch nochmal sehen. Und ich wette mit euch, egal wer an der Spitze ist hier bei der SEC, der macht einfach das gleiche wie Jay Clayton oder William Hinman oder und. Also, ja, das nochmal hier am Rande. Und hier, boom, look who's just relisted XRP. Also, XRP wurde wieder gelistet am der Exchange Stratos. Ist natürlich jetzt keine so eine Bomben-News, aber auf jeden Fall hier eventuell, ja, vielleicht der erste Schritt Richtung Massen-Relisting. Ja, also wo XRP halt jetzt wegen der SEC-Klage natürlich überall wegfällt, ja, werden die halt dann wieder relistet. Mal gucken, ob das so weitergeht. Okay, Freunde, also das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Avon.